Willkommen zurück zur verfickten Adventure-Map. zur nächsten. Ich habe nur 100 FPS. Was für eine scheiß Map. Bis zur nächsten Map. Tschüss. Nein, Speicher. Okay, bin fertig. So, dann wollen wir mal aufnehmen. Oh, sorry, das war so ein Spacko-Reflex. So, Nachwirkung. Als erstes in den Nether. Hier rein. Ja, was denn jetzt? Als erstes in den Nether. Soll ich jetzt hier rein oder als erstes in den Nether? Ich gehe hier rein. Hallo und herzlich willkommen auf meiner ersten Rätsel-Jump-Map. Regeln. Oh, ich dachte schon, das was Regeln? Meine Blöcke setzen! Keine Blöcke setzen zerstören. Du darfst nur Sachen aus Truhen nehmen. Keine Mods, zum Beispiel Scheiß, gespielt wird auf Peaceful. Wenn du einen Jump nicht schaffst, darfst du ihn überschrieben. Standard Sachen, bla bla bla. Die Story, du bist ein junger, knackiger Erforscher, Wissenschaftler und du möchtest immer mehr wissen. Warum soll ich immer mehr wissen? Ich weiß doch schon alles. Nimm dir die zwei Bücher mit. Ich geh erstmal in den Nether. Auf geht's. Bin ich jetzt schon im Nether? Im Fernsehen läuft gerade eine Sendung über Simpsons. Nein, Spaß, da laufen gerade die Simpsons. So, dann bin ich ja hier. Jump in one. Da ist einfach nur Glas. Jump in one. Das erste Jump in one. Sogar so ganz cool aufgebaut. So, der Dam-Dam-Dam-Effekt. So, Dam-Dam-Dam. Also, das ist ja ein. Wenn das ein Jump in one ist, dann. Wenn die Lava stört, dann benutzt den Wassereimer. Ja, die stört immer. Erstmal trank der Feuer-Essenz, damit ich nicht verrecke. Es gibt hier insgesamt 3 Verstecke. Habe ich schon getrunken? Ja. Oh, ich habe Creative an. Das wollen wir ja nicht. Es gibt hier 3 Verstecke. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, hier runter zu gehen. Wir fangen erstmal an, hier lang zu jumpen. Jumpen! 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 Nein, ich verbrenne! Nein! Da ist eine Truhe. Was ist das? Alle Pistons bleiben permanent. Ich hole mich mal hier lang. Da. Ich hab's gleich, noch 5 Stunden. Ja, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Wir sind die besten Jump-in-One-Spieler der Welt. Hoch. Nein, nicht runter. Fapp. Nein, Millimeter daneben. Wow, der Eimer hat mir alles gebracht. Ich schwimme mal darüber. Hab's gleich. Warte. Nicht hetzen. Doch, geschafft. Oh. Die Pistons bleiben permanent. Ja, wozu muss ich dann Dings? Egal. Finde ich aber gut, dass sie permanent bleiben. Muss ich da irgendwie lang? Im Prinzip hätte ich jetzt auch ein bisschen schwimmen können dann, aber okay. Ich brenne eh die ganze Zeit hier durchgehend. Das interessiert mich brennend. Dupsch. Yay. Oh ja, super gemacht. Lalalala. Lalalala. Ist da irgendwo was? Ich bin aufhören zu brennen. Das regt gerade richtig auf. Nee. Halleluja, ich habe aufgehört. Nein, das geht so, das geht niemals. So ja. Oh, ja, nein! M&M steht da, was? Ich mag M&Ms. Kennt ihr M&Ms? Wie so ein kleiner Hund, der gerade was angestellt hat und jetzt ganz traurig. Aber okay. Ich möchte jetzt einfach mal hier hoch. Rundherum, so muss es gehen. Ich glaube, ich will jetzt wieder gehen. Ach ja.
Jump'n'One, es ist so toll. Ich wasche mich gleich mit Perwoll. Mit Perwoll waschen tue ich gern. Das hält die bösen Schmutzpartikel fern. Sind die Schmutzpartikel weg, gehe ich dann wieder durch den Dreck. Der Dreck muss weg. Der Dreck muss weg. Ah. Ahoi, Captain Blaubär. Bom, 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 bom. Das ist aber nicht Captain Blaubär. Ahoi, Brause! Und was ist das denn? Soll man einer wieder rüberkommen soll? Wozu ist der Stab in der Mitte? Soll ich da echt rüber? Das geht gar nicht. Ha. Oh. Ja? Hallo? Es ist nichts passiert. Es ist Zeit, den Leiter einer Weltregierung zu wählen und du musst du deine Stimme abgeben. Hier einige Fakten zu den Kandidaten. Bla bla bla. Kettenraucher und Trink 8 bis 10 Martini täglich. Ach, das ist für die Rätsel oder so. Nee, ich will ja irgendwie hier weiter. Was ist dahinter? Hier ist ja gar nichts. Wozu gibt's denn? Hä? Die Rätsel-Leute funktioniert gar nicht. Und was ist, will ich das weg? Hä? Warte, wir gehen die Rätselleitung auf den Grund. Wo geht denn der ganz hin? Hat er gebaut? Hallo? Ich will mal wissen, wo ich hin müsste. Wollen wir eben schnell was zum Freischaufeln? Geht der hier immer noch weiter? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Das kapiere ich gerade gar nicht. Wenn ich das wegmache, ist dann hier irgendwas. Dann öffnet sich dann ein Raum offen. Kleine Frage, wie soll ich das denn bitte wissen? Dass dann hier ein Raum offen ist. Das ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Ich muss jetzt wieder zurück, ich denke mal schon, ne? Also ein bisschen mehr Anweisung wäre besser gewesen vom Map-Ersteller, weil ich keine Ahnung hatte, dass ich zurückgehen hätte müssen. Könnt ihr mir ja schreiben, ob ihr gedacht hättet, ihr müsstet zurück? Ich wusste es nicht. Deswegen habe ich hier den Weg verfolgt. Muss ich jetzt hier hoch? Zwei Fragenrätsel. Druckplatte, Druckplatte. Habe ich ja. Wie lange dauert der 100-jährige Krieg? 100 Jahre. Das ist falsch, ne? Gibt es irgendwelche Informationen? Nein. Verstehe ich nicht. So, hä? Oh. Moment. Es ist Zeit, den Leiter einer Weltregierung, bla bla bla. Muss ich die irgendwo verwenden dann? Wie heißen die Bücher denn? Rätsel, erstes Rätsel, zweites Rätsel. Es ist Zeit. Nein, was ist das erste? Nee, das ist das zweite. Das ist das erste. Eine Frau ist schwanger. Sie hat ihr bereits 8 Kinder. 3 Taub. Stopp, über dir gut. Hier steht gar nicht mit drin Sinn. Will er mich verkacken? So, wie lange dauert der 100-jährige Krieg? 99 Jahre. 116? 129? Ich glaube, alles falsch, ne? Überall fahre ich in der Lava. Na gut, nehmen wir mal den hier. Tüdelü. Ja, super, und jetzt? Ich bin erneut verwirrt. Wie lange dauert denn jetzt der 100-jährige Krieg? Muss ich denn da durch? Hä? Das wäre richtig gewesen.
100, mein letzter 126, wo soll ich das denn wissen? Wusste ich nicht. In welchem Land wurden die Panama-Hut erfunden? Der Pandaria, ne? In welchem Land wurde der Panama-Hut erfunden? In Panama? Wenig Speicherplatz auf D. Ich muss mich beeilen. Nein, Panama war falsch. Oder willst du das nur so fragen, wo ich keine Ahnung habe, was richtig ist? Ich meine, woher soll ich das denn wissen? In Chile. Egal was das ist, ich bin immer der Letzte, das wird der Richtige sein, oder was? Ja. Oh. Glückwunsch, woher soll ich das denn wissen? Was sind das für Fragen? Glückwunsch, du hast es geschafft, jetzt verrate. Tja, jetzt ist das Rätsel weggebombt. Gut gemacht. Jetzt kann ich nichts Rätsel merken. Rätsel 1, so. Ist doch Rätsel 1, ne? Kandidat C, Kandidat was? Ah! Eine Frau ist schwanger, sie hat nichts mit schwanger. Es ist Zeit für eine Weltregierung, musst du deine Stimmen abgeben. Hier einige Fakten zu den Kandidaten. Kandidat A verlegt mit Bedingungen mit korrupter Politik. Trinken 8 bis 10. Kandidat B, er wurde zweimal aus seiner Ämter erhoben. Er schläft bis Mittag, hat als Whisky. Kandidat C, er ist alles Kriegsheld ausgezeichnet. Er ist Vegetarier, Nichtraucher, trinkt gelegentlich ein Glas Bier und hat nie außereheliche Affären. Welcher dieser drei Kandidaten würdest du wählen? Stopp, auch hier verrate mir erst die Lösung am Ende. Na, ich würde natürlich C wählen. Kandidat C ist Adolf Hitler, natürlich. Obwohl, stimmt, ne? Wenn man das so überlegt. Aber er ist kein Kriegsheld. Also kann das gar nicht sein. Er stimmt, er ist ausgerechnet Kriegsheld. Ist Vegetarier. Scheiße, das ist richtig. Ja, dann würde ich doch den nehmen, der hier jeden Tag säuft. Also A. Ich bin doch A. Franklin Roosevelt steht da schon. Dann gehe ich nach B. Hey, B ist Winston Churchill. Aber noch eine Druckplatte, ne? Hey, C ist Franklin D. Roosevelt. Ja, wie soll ich jetzt weiterkommen? Hier ist ja kein Dings, ne? Alter, ne? Fab. Und hier wäre D, oder was? Haltest du dich für die Abtreibung positiv. Was? Hättest du dich für die Abtreibung positiv entschieden, nun dann hättest du Beethoven umgebracht. Ach so, das ist Seite 1. Eine Frau ist schwanger, sie hat bereits 8 Kinder. 3 sind taub, 2 sind blind. Eines ist geistig behindert und sie ist akut selbst erkrankt. Hä? Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, aus dem Grund, weil hier alles weggesprengt wurde. Und hier geht's nirgends weiter. Ist genauso doof. Ohne Witz, ich habe keinen Plan. Herzlichen Glückwunsch. Hier geht's auch nirgends mehr weiter. Ist das dann vorbei? Also ich bin sehr komisch, verwirrt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Map wieder. Ich hoffe, es ist dann ein bisschen besser. Weil ich einfach keinen Plan... Ich gebe der Map wieder keine Zensur, weil ich keinen Plan habe, was das hier soll. Ich bin einfach nur sehr verwirrt. Also ist alles in Ordnung zwar, aber okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Map wieder. Bis dann und tschüss.